Oh, moin moin! Herzlich willkommen, liebe Gin-Freunde. Heute zum 9. Dezember dürfen wir endlich unser 9. Türchen öffnen. Was ganz besonders muss ich dazu sagen, und zwar kommt es wieder aus dem Hause Weinrieger. Es ist ein Generation 5 Gin, von uns selber destilliert, aber etwas ganz Besonderes heute. Und zwar, ja, wir haben da so ein bisschen zusammen gearbeitet, noch mit einem Tattoo-Studio in Villingen. Und zwar der Mel vom Tintenfass. Und sie hat uns ein ganz, ganz tolles Etikett gezeichnet. Beziehungsweise, ja, das nennt sich die Artist Edition. Und die Mel hat uns da drei Etiketten gemalt, gezeichnet. Und wir haben das dann, ja, übertragen im Endeffekt. Und dann ausgedruckt. Und das ist jetzt wirklich das Etikett, das ihr auch heute auf eurer Flasche seht. Das von ihr handgezeichnet. Hammermäßig. Aber es geht auch um den Inhalt. Der Inhalt ist auch was ganz Besonderes. Das ist unser kleiner Appetizer, kann man eigentlich sagen. Und zwar ist das eigentlich unser Classic Gin, aber mit einem zusätzlichen Destillat, das da hinzugeflossen ist, das wir da vermählt haben. Ja, das ist also das Besondere des Gins, aber wir haben ihn ja noch nicht probiert. Also schenkt ihn euch gerne mal ein. Ihr werdet merken, es ist komplett anders. Der Gin ist komplett anders als der Classic Gin, obwohl er mehr darauf aufgebaut ist. Super interessant, extrem aromatischer Gin und ja, ihr werdet merken, pur gefällt das nicht jedem. Es ist eigentlich ein Gin, das ist wirklich gemacht für einen Gin Tonic. Ne? Jetzt können wir mal schön reinriechen. Na? Und ihr werdet merken, da hat man wirklich eine Note präsent im Vordergrund, und zwar den grünen Apfel. Hammermäßig, die Zitrusaromen verlieren sich ein bisschen, ja, aber ist halt ein mega fruchtbetonter Gin. Super klasse für viele, nicht für jeden, muss es aber auch nicht sein. Gin ist vielseitig und das ist das Tolle auch in unserem Hause, deswegen machen wir so viel unterschiedlicher Gin, ja, dass man für jeden so ein bisschen was hat und für uns selber, dass es nicht langweilig wird. Also ich würde mal sagen, probieren wir den Gin einfach mal. Cheers! Am Gaumen kommt noch mal ein bisschen die Würzigkeit durch. Super interessant. Ja. Mutmaß so ein bisschen, dass da noch was anderes mit reingeflossen wäre. Ja, als hätte man da wirklich noch mal ein Botanical mit dazugegeben. Haben wir aber nicht. Was man aber merkt, so ein bisschen, ja, vom Klassik noch, Thymian zum Beispiel, das kommt ein bisschen durch. Wir haben so ein bisschen die Kräuternoten neben dem grünen Apfel. Grüner Apfel, sehr, sehr vordergründig in der Nase. Am Gaumen viel, viel vielseitiger, dieser Gin. Ganz tolle Variante, die Würze, finde ich, braucht er auch für den Gin Tonic. Fruchtbetont ja, aber auch ein bisschen würzig, kräuterlastig. Das soll er sein. So kann man ihn auch verwenden für einen ganz tollen, aromatischen Gin Tonic, aber auch für Cocktails zum Beispiel. Also wir haben auch mit ein paar Barbesitzern geredet, die haben gesagt, Artist Edition, nicht nur toll für einen Gin Tonic, auch für Cocktails, super interessant. Es kommt vielleicht noch, ja, in diesem Kalender, wir haben noch ein Haselnuss zum Beispiel, wo auch wirklich ein Zusatzdestillat zu dem Classic Gin von uns von Generation 5 dazugeflossen ist. Wir haben noch einen Rhabarber, wo ein zusätzliches Destillat noch verwendet worden ist und dazugegeben wurde zu dem Classic. Das sind die drei Artist Editions. Dazu kommen wir aber noch. Ich würde sagen, genießt den Gin zu Hause, Tonic. Nimmt doch mal das Fevertree mediterrane Tonic und gebt vielleicht noch, was haben wir aufgeschrieben, ein bisschen zum Beispiel entweder Apfel, grüner Apfel oder auch Minze mit dazu. Das pusht nochmal diese würzigen Noten, diese kräutrigen Noten. Probiert es mal zu Hause aus. Ganz, ganz toller Gin im Winter, aber eindeutig auch im Sommer. Cheers! Outtake. Time to say goodbye. This gin is great, I love it so much. Whatever, whoever doesn't like it, I don't care, because it's mine. Mine. Hammer, hammer. Jetzt muss ich nur singen lernen. Au revoir, au revoir.